Wie kam Harry Potter eigentlich von den Toten zurück? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video reden wir darüber, wie es Harry Potter eigentlich gelungen ist, aus dem Limbus zurückzukehren. Falls du es vergessen haben solltest, Harry stirbt tatsächlich an einer Stelle nach einer Begegnung mit Voldemort im Verbotenen Wald. Harry blickte zurück in die roten Augen und wollte, dass es jetzt geschah. Schnell, solange er noch stehen konnte, bevor er die Kontrolle verlor, bevor ihn die Angst verriet. Er sah, wie sich der Mund bewegte und ein grünes Licht aufblitzte und alles war weg. Und im nächsten Moment kommt Harry langsam wieder zu Bewusstsein. Nun ist er nicht mehr im verbotenen Wald. Tatsächlich war er völlig desorientiert und wusste nicht, wo er war. Er lag in einem hellen Nebel, aber es war kein Nebel, wie er ihn jemals zuvor erlebt hatte. Seine Umgebung war nicht von wolkigem Dunst verdeckt, vielmehr hatte sich der wolkige Dunst noch nicht zu seiner Umgebung geformt. Der Boden, auf dem er lag, schien weiß zu sein, weder warm noch kalt, sondern einfach nur da, ein flaches, leeres Etwas, auf dem man sein konnte. Seine Umgebung war völlig unwirklich und Harry hatte völlig die Orientierung verloren. Er hatte keine Ahnung, ob das, was er erlebte, real war oder nur ein Hirngespinst. Sag mir doch etwas, ist das real oder spielt sich das nur in meinem Kopf ab? Worauf Dumbledore antwortet? Natürlich spielt sich das in deinem Kopf ab, Harry. Aber warum in aller Welt sollte das bedeuten, dass es nicht real ist? Nachdem sich Harry ein wenig an seine Umgebung gewöhnt hatte, bemerkte er auch, dass der Nebel die Form des Bahnhofs King's Cross annahm, von dem er aus vor so vielen Jahren nach Hogwarts aufgebrochen war. Aber Harry war nicht wirklich in King's Cross, also wo war er genau? Wie sich herausstellte, befand er sich in der Vorhölle. Die Vorhölle kann in vielen Religionen als Grenzort zwischen Himmel und Hölle beschrieben werden, wo die Seelen hingehen, bevor sie ins Jenseits weiterziehen. Im Buch wird nie explizit beschrieben, ob alle Seelen im Harry Potter Universum diesen Punkt in der Vorhölle durchlaufen oder eben nicht. Ich habe jedoch den Eindruck, dass Harry aufgrund seiner besonderen Umstände und seiner Bindung an Voldemort dorthin gelangt ist. Ich denke auf jeden Fall, dass es etwas exklusiver ist als bei jedem und die Vorhölle wäre normalerweise der Ort, an den die Menschen gehen würden, bevor sie sich entscheiden, entweder ins Jenseits zu gehen oder in der Welt der Lebenden als Geist zu bleiben. Hier ist der Grund, warum Harrys Situation in der Vorhölle etwas komplizierter war. Er war nicht wirklich tot. Während des Gesprächs zwischen Harry und Dumbledore erklärt Dumbledore, dass Harry in Wirklichkeit sehr lebendig ist, denn seine Seele war noch völlig intakt. Obwohl er sich also in der Vorhölle befand, war Harry am Leben, was bedeutete, dass er sich zwar dafür entscheiden konnte, ins Jenseits zu gehen, aber er auch die viel bessere Möglichkeit hatte, als ganzer Mensch in das Land der Lebenden zurückzukehren. Harry konnte den Zug besteigen und weiterfahren, oder er konnte einfach dorthin zurückkehren, wo er hergekommen war. Harry entschied sich für Letzteres. Okay, aber jetzt fragst du dich vielleicht, wie? Wie war Harry noch am Leben? Harry stirbt nie, weil das Opfer seiner Mutter dieselbe Magie, die ihn seit jeher beschützt hat, sein ganzes Leben lang beschützt hat. Das Blut ist immer noch in Voldemorts Adern lebendig. Er hat mein Blut genommen, sagte Harry. Genau, sagte Dumbledore. Er nahm dein Blut und baute damit seinen lebenden Körper wieder auf. Euer Blut in seinen Adern, Harry. Lillys Schutz in euch beiden. Er verband dich ans Leben, solange er lebt. Im Grunde konnte Harry also zurückkommen, weil Voldemort Harrys Blut benutzt hatte, um sich zu regenerieren. Als Voldemort den Tötungsfluch über Harry aussprach, funktionierte er nicht richtig. Er zerstörte nur den Horcrux in Harry. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.